Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Hardy Brotmann. Ich bin Journalist und Erfinder des Bratwurstjournalismus. Okay, das stimmt nicht ganz. Ich habe nicht den Bratwurstjournalismus erfunden, sondern den Begriff für einen Journalismus, der in epischer Länge über belanglose Dinge berichtet, bei denen der Wettergott den Gästen gnädig ist, das Bier in durstige Kehlen fließt, alle gute Laune haben und womöglich auch noch das Tanzbein schwingen und die Luft vom Duft leckerer Bratwürste erfüllt ist. Sie kennen das. Heute trage ich einen Text des geschätzten Kollegen Martin Graf vor, den dieser auf Facebook als Kommentar veröffentlicht hat. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Er ist der Erfinder des Kotztütenjournalismus. Und dabei geht es überhaupt nicht um Belanglosigkeiten, sondern um einen äußerst ernsten Sachverhalt. Es geht um ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem, das jedes Jahr mehr als 8 Milliarden Euro aus Zwangsgebühren erhält und von dem man, derart unabhängig finanziert, erwarten können muss, dass hier höchste journalistische Standards gelten müssten. Ist das so? Hier nun der Kommentar von Martin Graf, der auf eine Moderation der Tagesschau auf Facebook reagiert. Nein, ich mag die AfD auch nicht und würde und werde diese Partei nie wählen. Aber ich erkenne an, dass es sich bei dieser Gruppierung um eine Partei handelt, die offensichtlich auf dem Boden des Grundgesetzes steht, obwohl schon mehrfach versucht wurde, sie dort wegzukriegen. Und vor allem, dass sie bundesweit etwa ein Achtel des Wählerspektrums repräsentiert. Das sollte man als echter Demokrat schon anerkennen und aushalten, auch wenn es einem persönlich, so auch mir, nicht gefällt. Die Tagesschau, zu Zeiten von echten Journalisten wie Hans-Joachim Friedrichs, einmal ein Bollwerk seriöser und objektiver Berichterstattung, sieht das leider nicht mehr so. Dort dominiert und triumphiert seit einiger Zeit der Haltungsjournalismus von Mitarbeitern, die sich im Besitz der einzig richtigen moralischen Wahrheiten wähnen. Das Ergebnis dieser Selbstüberschätzung klingt dann gelegentlich nach billigem Propagandafernsehen. Jetzt kommt gerade ein Flugzeug vorbei. Am 25. Mai 2021 wurden bei einer Mitgliederbefragung der AfD Alice Weidel und Tino Chrupalla mit einer Zweidrittelmehrheit als Spitzenduo für die anstehenden Bundestagswahlen nominiert. Über diesen in demokratischen Parteien üblichen Vorgang berichtete die Tagesschau im Fernsehen objektiv. Auf ihrem Facebook-Kanal kommentierte die Online-Redaktion von Deutschlands ältester Nachrichtensendung unter dem offiziellen Tagesschau-Logo dagegen hämisch: Kurzer Verfahrenshinweis. Bitte übergeben Sie sich nicht bei uns in den Kommentaren. Wir müssen das dann alles wegwischen. Will man wirklich wissen, was Tagesschau-Redakteure zum Kotzen finden? Ein gebührenfinanziertes, öffentlich-rechtliches Medium hat neutral und objektiv zu berichten und darf ausnahmsweise auch einmal bewerten, wenn das Ganze als Kommentar gekennzeichnet ist. Es ist aber garantiert nie die Aufgabe, der Tagesschau abzuwerten und persönlich zu beleidigen. Um das als überlegen empfundene
Selbstbild einzelner Redakteure zur Schau zu stellen. Denn das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Zumindest nicht in einem demokratischen Rechtsstaat. Ich persönlich finde es widerlich. Das sind die Methoden der Erdogans und Lukaschenkas. Davon, dass die AfD auch im nächsten Bundestag vertreten sein wird, kann man ausgehen. Wie stellt sich die Tagesschau ihrer Aufgabe künftig vor? Wird sie überhaupt noch objektiv über Gesetzesvorhaben berichten, die mit den Stimmen der AfD-Fraktion zustande gekommen oder verhindert worden sind? Oder wird sie mit der moralischen Kotztüte in der Hand verlangen, dass diese Stimmen der AfD-Abgeordneten nicht gezählt werden dürfen? Demokratie ist nur, was links von der Mitte passiert, alles andere gehört verboten. So sägen die Tagesschau-Mitarbeiter jedenfalls mit Wonne an dem Ast, auf dem sie bislang alle wohl dotiert sitzen. Bei der nächsten Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks könnte es nämlich viele und laute Stimmen geben, dass Deutschland keine mit 8 Milliarden Euro pro Jahr zwangsfinanzierten Propagandasender braucht. Von der Tagesschau erwarte ich seit über 50 Jahren nur objektive Informationen, kein betreutes Denken. Denken kann ich selbst. Soweit der Kommentar von Martin Graf. Können Sie auch selbst denken? Was denken Sie zu dieser Art von betreutem Denken durch ARD-Anstalten, von solchen Kommentaren? Schreiben Sie es in die Kommentare, damit auch andere Menschen lesen können, was Sie denken. Lassen Sie ein Abo da, läuten Sie die Glocke, dass Sie kein Video mehr verpassen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind und wünsche Ihnen einen schönen Tag.